Guten Morgen. Ich habe beide Kinder zu Hause, weil Vincent seit gestern krank ist. Der hat einen Virusinfekt, weswegen er natürlich nicht in den Kindergarten darf, was aber auch schwierig mit Svea macht, weil er vergisst halt manchmal in die Armbeuge zu husten oder er will halt einen Kuss geben. Ich habe ihm halt erklärt, er darf sie nicht küssen, weil er krank ist, weil sie sonst auch krank wird. Und dann hat er mir 5 Minuten später gesagt, Mama, ich habe gar keinen Husten mehr, jetzt kann ich die Svea wieder küssen. Naja, wir werden gucken, wie wir den Tag so ein bisschen rumkriegen. Ist halt schwierig. Man kann mit Vince nicht viel machen, weil er sich ja ausruhen soll. Und muss es ein bisschen organisiert kriegen. Mit Sveas Schlafzeiten. Sonst mache ich das ja Vormittag, Nachmittags immer im Kinderwagen. Aber wenn ich mit Vince nicht so raus kann, ist das immer ein bisschen schwierig. So, ihr werdet ja sehen, wie wir es machen. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar DIY-Sachen, die ich euch in dem Video zeigen möchte. Weil ich für Vince ein bisschen was gemacht habe, damit er sich nicht so langweilt. Regenbogenflugzeug, das kann. Ein Regenbogenflugzeug? Ja, das kann umfallen. Ich bin nicht so schwer für den. Ja, du kannst dich da nicht reinsetzen, ne? Da fällt das um, das ist richtig. Ja. Hast du das angemalt? Ja. Super. Total schick. Und wer hat dir das gefalten? Weißt du das noch? Nein, weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, war das die Oma? Ich glaube, oder? Die Oma hat gefalten und du hast angemalt, ne? Ja. Zusammen mit der Tante Franzi angemalt? Ja. Ja, gestern, ne? Machen wir jetzt Frühstück? Ja. Katschaus. Was hat Katschaus gesagt? Das klebt. Wir haben auch richtiges Kranksein-Wetter. Es ist grau, es hat die Nacht geregnet, es ist kalt. Also so, dass man ein zweites Paar Socken anzieht, so kalt. Ich bin nur noch ein bisschen zu geizig, die Heizung aufzudrehen. Aber wenn es so weitergeht, wird es nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber es ist okay. Also es ist jetzt schon wieder so, am Anfang findet man den Herbst ja ganz toll, dieses Gemütliche und so. Nur am Ende geht es einem dann auf die Nerven. Dann freut man sich schon wieder auf den Winter. So ist es jedenfalls bei mir immer. Am Ende jeder Jahreszeit freue ich mich auf die nächste. Und ich glaube, das ist ganz schön so, dass man sich immer auch auf was Neues freuen kann. Also auf die Abwechslung einfach. Übrigens, ich habe ja immer wieder auf Instagram geschrieben, wenn es geregnet hat, hatte ich nie Gummistiefel. Und jetzt habe ich mir endlich welche rausgesucht. Ganz niedliche. Wenn die dann da sind, kann ich euch die gerne mal zeigen. Weil ich im Oktober... Was ist mit dir? Weil ich im Oktober mit einer Freundin an die polnische Ostsee fahren will. Und da dachte ich, sind Gummistiefel wahrscheinlich nicht so das Schlechteste. Was ist mit dir? Willst du auch was sagen? Okay, mal. Das ist vom Baby Kindermond. Ich mag die ganz gern, weil die sehr, sehr dick sind. Und du ja nach wie vor ganz viel spuckst. Dann habe ich so ein türkisfarbenes Oberteil. Ich finde, beiden Kindern steht Türkis unglaublich gut. Ich habe jetzt mal ein Foto auf Facebook gepostet mit Klamotten, die Vince früher anhatte. Und sie sieht aus wie Vincent, wirklich. Die Hose hatte ich auch noch von Vincent, die ist von H&M. Und Svea hat schon 2 Paar Socken an. Die Mama wird sich dann aber auch noch ein 2. Paar Socken anziehen. Oh, was erzählst du denn? Ja. Guck mal, wenn ich das umdrehe, siehst du dich. Pass auf. Da. Oh, bist du das? Ich habe jetzt einfach mal das Display umgedreht und da sieht sie sich dann selber. Jetzt bist du ganz ruhig geworden, ne? Ja, du kriegst gleich auch was zu frühstücken. Ich würde dir gleich Mord und Totschlag geben. Vince hasst Nasenspray. Aber ja, Tropfen sind auch nicht besser. Er mag das einfach nicht. Ich finde das Gefühl jetzt auch nicht so super. Früher, als er noch kleiner war, hat er auch hier dieses Nurofen mit dieser Applikationsspritze gehasst. Das geht mittlerweile, weil er wahrscheinlich erkannt hat, dass das nichts Schlimmes ist. Aber Nasenspray ist schon was sehr Unangenehmes und ich weiß auch nicht, wie ich ihm das wirklich angenehmer machen kann. Deswegen muss er da jetzt gleich einfach erstmal durch und ist ja dann gleich wieder vorbei. Er wird dann in den Arm genommen und dann geht es auch relativ schnell wieder. Es muss halt leider einfach sein und ich will da auch konsequent sein, dass er das alles ganz, ganz schnell wieder los wird und nächste Woche wieder in den Kindergarten gehen kann. Wir müssen, also ich habe ihn jetzt quasi seit Dienstag zu Hause, Freitag müssen wir nochmal zur Kinderärztin.
dass sie dann das okay geben kann, dass er dann wieder in den Kindergarten gehen kann. Und Svea hat gerade genießt, mein Fräulein. Ich hoffe, das war nur Nieser und du kriegst jetzt keinen Schnupfen. Das wäre echt so das Letzte, wenn das Baby jetzt auch noch krank wird. So, ich habe jetzt auch ein Gesicht. Ich habe mich gerade geschminkt. Svea macht jetzt nochmal ihr Vormittagsschläfchen. Hat erstaunlich gut geklappt. Und ich werde mich in der Zeit schnell um die Wäsche kümmern. Ich habe noch 2 Maschinenwäsche auf der Leine hängen, die muss ich abnehmen. Und eine Waschmaschine will ich noch anstellen. Genau, das ist jetzt erstmal der Plan. Das muss ich machen. Das wollte ich eigentlich gestern Abend schon machen. Aber kennt ihr das? Ihr nehmt euch so nachmittags ganz, ganz viel vor, was ihr dann machen wollt, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann sind die Kinder im Bett und ich möchte am liebsten einfach nur mich mit dazulegen. Und gestern habe ich das auch echt gemacht. Habe ich nur noch schnell einen Abwasch gemacht und die Fläschchen ausgekocht, weil das muss sein. Und dann war ich duschen und habe mich ins Bett gelegt. Und es war richtig gut. Solltet ihr auch mal machen. Mache ich nämlich viel zu wenig. Ich mache dann immer noch so viel, weil das halt so die Zeit ist, wo ich halt Zeit habe und was machen kann. Und naja, aber gestern habe ich halt mal nicht gemacht. Oh, ich muss unbedingt zum Friseur. Nächste Woche Donnerstag kann ich endlich zum Friseur. Ist alles wieder viel zu lang. Und ich habe eine mega geile Idee für hinten. Habe ich letztens gesehen. Das will ich mir unbedingt machen lassen. Und eine neue Haarfarbe habe ich in Planung. Das mache ich aber immer selber, weil mir das beim Friseur einfach zu teuer ist. Und muss ich aber noch genau gucken, was ich da für Farbe benutze. Aber da freue ich mich schon drauf, weil das wird, glaube ich, richtig geil. Aber erstmal nächste Woche schneiden lassen. Das bringt mich schon mal weiter, weil das Pony ist viel zu lang und ist einfach zu viel Haar für mich. So, jetzt eins. So, jetzt bin ich dran. Oh, nochmal die Haute. So, du bist dran. Was denn? Mama ist gelb. So. Einer von uns ist immer noch im Schlafzeug. Und zeig her. Los geht's. Du musst zählen. 1, 2 und 3. Juhu. Mama, der Fußball kann springen. Mama, es hat die und der Fußball... Nee, da passt der nicht durch. Jetzt wird Fußball. Ich mache jetzt Mittagessen. Für Vince und mich gibt es einfach nur Gemüsereis, aber das reicht uns beiden völlig. Und bei Svea gibt es heute Kürbis mit Kartoffel. Kürbis findet sie so semi-gut, aber sie isst es und so viele Portionen sind es, glaube ich, auch nicht mehr. Vincent, du machst es kaputt hier, hör auf. Genau, und deswegen... Also das Essen für Svea ist schon warm und ich koche jetzt parallel so ein bisschen unseres und gebe ihr ihren Brei, das passt schon. Und dann gehen die Kinder erstmal schlafen. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow within. I believe to believe is to see how the present comes from dreams. Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shape in a line in the cup of ours. So sweet like a honeybee can buzz around a honey tree. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel. Ich bin hier gerade am Kochen und ich habe mir was überlegt. Und zwar, auf meiner Facebook-Seite geht ja nicht so viel immer los. Ich hatte jetzt auch immer nicht so viel, was ich dort gepostet habe. Da passiert ja eher was auf Instagram. Instagram und Facebook findet ihr immer unten in der Infobox verlinkt. Aber ich habe mir jetzt für Facebook was überlegt. Und zwar habe ich eigentlich aus einer Laune heraus
vor ein paar Tagen einen Link gepostet von etwas, was sich Vince zu Weihnachten wünscht. Unabhängig davon, ob er das bekommt oder nicht, das weiß ich nämlich noch nicht. Aber ich habe, obwohl es August ist, jetzt schon angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich so gar keine Ahnung habe, was ich den Kindern schenken soll, beziehungsweise was ich mir für sie von unserer Familie wünsche. Das ist eigentlich mein größeres Problem. Für Svea habe ich echt noch null Ideen. Bei Vince weiß ich so ein paar Sachen, die er sich vom Weihnachtsmann einfach wünscht. Und das werde ich euch so ein bisschen auf Facebook zeigen. Ich werde euch zeigen, was Vince sich wünscht, was ich mir dann von unserer Familie für die Kinder wünsche. Und da könnt ihr mir dann sehr gerne drunter schreiben, was ihr euch für eure Kinder wünscht. Vielleicht, wenn ihr sogar welche in einem ähnlichen Alter habt, weil bei Svea fällt es mir echt sehr, sehr schwer. Oder ob ihr das ein oder andere Spielzeug vielleicht empfehlen könnt. Oder wie gesagt, ich poste auch, was Vince sich wünscht. Und weiß dann noch nicht, ob er es auch wirklich bekommt oder nicht. Da würde mich dann vielleicht auch eure Meinung interessieren. Falls ihr das Produkt vielleicht kennt oder so. Oder zu ähnlichen Sachen, die dann vielleicht sogar besser sind als das, was ich da dann rausgesucht habe. Deswegen, ja, das wird jetzt so bei Facebook losgehen. Ja, warum ich mir darüber im August schon Gedanken mache, ist Folgendes. Und zwar bin ich so ein Mensch, ich möchte im November und Dezember möchte ich den Winter und die Weihnachtszeit einfach genießen. Da, ja, das kocht, ne? Ja, was ist das? Reis wird das. Okay? Ja, und Brokkoli. Na, Brokkoli habe ich keinen da. Hier hinten ist aber Hühnchen mit Mango. Das wird lecker, wirklich. Ja? Okay. Genau, ich möchte halt im November, Dezember möchte ich den Winter genießen, die Weihnachtszeit genießen. Ich möchte mit den Kindern basteln, ich möchte auf Weihnachtsmärkte gehen, ich will backen. Und möchte dann nicht so auf den letzten Drücker mir noch irgendwelche Weihnachtsgeschenke so abquälen müssen. Und gerade für die Kinder müssen im November auch schon die Wunschzettel fertig sein, damit die Familie dann auch Zeit hat, das in Ruhe dann zu besorgen, sich auch so suchen, was sie schenken wollen. Und deswegen fange ich einfach jetzt schon damit an, weil es wird dann auch immer so sein, dass ich immer mal wieder dann neue Ideen bekomme. Ich weiß bei den Erwachsenen zumindest schon, was jeder bekommt. Ich habe noch nichts davon da, aber ich weiß, was jeder bekommt. Das ist schon mal ein guter Schritt. Aber bei den Kindern fällt es mir noch echt sehr, sehr schwer. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns da auf Facebook ein bisschen darüber austauschen. Meine Facebook-Seite ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Also würde ich mich freuen, wenn ihr sie liked, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich wollte euch gerne noch etwas zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar sind das diese beiden Bücher hier. Von Nico Fauser sind die. Für kleine Zeichner. Zeichnen lernen leicht gemacht. Das ist jetzt hier Bauernhof. Und ich habe auch noch Baustelle. Die sind jeweils bloß 5 Euro. Das finde ich richtig gut. Und für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass vorrangig ich das benutzen werde. Weil du hast eine Schokolade gegessen? So viel? Nein. Ein kleines Stück nur, ne? Ja, zwei kleine Stücke, genau. Dass ich das vorrangig nutzen werde, weil ich bin jetzt nicht so der große Zeichner. Und Vince wünscht sich manchmal was ich halt malen soll. Und ich habe null Plan, wie ich das machen soll. Und hier ist deshalb, zeige ich euch gleich nochmal genauer, Schritt für Schritt erklärt, dass man das wirklich dann auch auf die Reihe bekommt. Was mich auch noch aus der Reihe interessieren würde, wäre das Buch für Fahrzeuge. Das ist halt auch noch ganz spannend für Vincent. Und da kann selbst ich ihm dann die Sachen wirklich auch endlich mal malen, die er sich wünscht. Und dann später ist es halt auch schön für ihn, so das Schritt für Schritt dann zu lernen, wie man sowas malen kann. Ich würde euch die Bücher auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken und gebe euch jetzt nochmal so einen kleinen Einblick. Wir werden jetzt nochmal so ein bisschen durchblättern, aber für 5 Euro finde ich das richtig, richtig gut und eine richtig schöne Sache.